Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Trader Simulator. Am Montag musste leider ausfallen, ich hatte so viel zu tun, da habe ich es nicht geschafft, eine oder zwei Folgen aufzunehmen. Deswegen, normalerweise nehme ich immer beide zusammen auf, Montag muss dann ausfallen, aber dafür machen wir heute weiter. Ich glaube, ich sollte mal telefonieren. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal direkt in der Story weiter. Story zu Ende machen, 1 Million haben. Ja, sieht alles ganz gut aus. Die Frage ist aber nur, wie lang geht die Story noch? Nehmen Sie einige Männer und gehen Sie nach Spring Heights. Wir nehmen diese Lepots ab. Finden Sie heraus, welche Verteidigung er einsetzt und lassen Sie sich nicht erwischen. Okay. Anzahl der benötigten Banditen 1. Moment, Banditen? Ist aber nicht Räuber, oder? Dieb. Banditen, Dieb. Ja, ich glaube doch. Dann nehmen wir Jean Anderson. Die ist nämlich Stufe 3. Ach, das ist dieses Gebiet da unten. Und wisst ihr, was ich jetzt gefunden habe durch Zufall? Nehmen wir erstmal unsere Diebe. Ja, dann schicken wir die erstmal los. Habe ich noch gar nichts mitgemacht. Gut, dass er oder sie auch da runterfährt. Denn hier ist so ein Trainingszentrum. Lassen Sie Ihren Mitarbeiter hier und helfen Sie ihm bei der Beförderung. Belohnung 150 bis 300 Erfahrung, Kosten 5000. Das ist, 300 bis, 150 bis 300. Wie häufig haben wir hier diese 5er-Punkte gesammelt? Klar, wir hätten uns 5000 Euro sparen können und so. Ich weiß auch nicht, wie lange der dann da gebunden ist. Aber so ist natürlich auch nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall auch mal machen. Ich würde auch gern mal was beim Sammler verkaufen, aber irgendwie die Wagen scheinen wohl echt begehrt zu sein. Also ich habe, wenn wir mal so einen Wagen gesehen haben, nie das Auto gesehen, was wir, also, oder nie das Auto beim Sammler gesehen, das wir dann auch im Besitz hatten. So, was sagt denn unser Schläger? Überall Kameras und Wachenboss. Es wird nicht einfach sein. Natürlich hat er dort drüben eine verdammte Festung. Wir müssen uns nacheinander um die Kameras kümmern und dann die Wachen ausschalten. Ich werde dir von hier aus so viel wie möglich helfen. Lassen Sie mich wissen, wann es für mich sicher ist, mitzumachen. Ich habe eine Textnachricht erhalten und sollte sie mir ansehen. Ah, nee, das war ja das hier. Alles klar, Boss. Ich muss persönlich hierher kommen. Dann klauen wir erstmal ein Auto. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben 8 Autos, die wir verkaufen können. Perfekt. Ah ja, hier können wir sogar noch einen abladen, aber wir sind voll. Natürlich sind wir voll. Wer kennt's? Man kennt's, dass wir hier keinen Platz haben. Sind die denn wenigstens alle repariert? Das wäre zumindest mal ein Anfang, dass ich 4 Autos wegnehmen könnte. Ja, oh, hier muss ich aufpassen. Okay, die Polizei fährt in die andere Richtung. Da haben wir Glück gehabt. 1, 2, 3, 4, zack. Dann du noch, du gehst wieder raus. Du solltest ja eigentlich nach hier oben. Schicken wir dich auch mal hier hin, geh mal ruhig auch mal hier rein und bis nach hier hinten dann. Und hier rüber zurück. Der Schrottplatz wird gerade fertig oder hat gerade aufgemacht. Ja, immer ganz entspannt, eins am anderen machen wir jetzt einfach. Wenn wir gleich den zum Schrottplatz fahren, den Mechaniker, dann würde ich sagen, schicken wir uns nach unten links. Aber vorher reparieren wir noch 2 Autos. Dann kann nämlich auch gleich der Fahrer direkt hier rüber fahren. Achso, dieses Piepen war gerade, dass hier eine neue Auktion gestartet hat. Teilweise denke ich immer, dann ist irgendwie Fahrzeugreparatur fertig oder so. Und ich habe das nicht gesehen, dass das hier aufgeploppt ist. Komm, schicken wir mal unseren zum Lehrgang. Ich will mal wissen, wie das aussieht.
Jetzt ist der Wagen repariert. Ich warte noch mal ganz kurz den hier ab. Ah, wurden uns die 5000 jetzt schon abgezogen? Ich glaube ja. Oh, du bist aber schnell unterwegs. Oder nicht? In Schulung, okay. Er hat 0 von 600. Gucken wir mal, wie viel wir am Ende haben. Ach, das kann ich sogar zwei verkaufen. Okay, machen wir das so. Sollte klappen. Das hat so häufig schon geklappt. Deswegen gucke ich da mal jetzt nicht hin. Oh, ist das nicht der Wagen, den der Freund... Hier ist er doch. Den brauchen wir. Für da oben. Oh ne, jetzt hat sich das verändert. Jurino N3. Ja, ich glaube, den habe ich. Den habe ich noch nie gesehen. Der sagt mir gar nichts. Ah, wir sehen jetzt unten links auch einen Fortschritt bei unserem Mitarbeiter, der gerade fortgebildet wird. Oh, da hätten wir das erste Mal ein Auto beim Sammler verkaufen können und ich... Das ist zu schnell gewechselt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So, ich wollte ja jetzt hier mal die beiden Autos wegtun, weil wir sind gleich auch leer. Das heißt, die Autos kommen weg. Dich lasse ich fallen. Ihr beide ladet mal eben ab. Dich wollte ich auch fallen lassen. Du solltest nämlich dahin. In der Zeit wollte ich ja da runterfahren. Also du fährst hier hin. Du stellst den aus. Dich lasse ich fallen. Danke für die nette Bewertung. Du kommst wieder hin, weil wir haben jetzt hier schon gleich wieder zwei Autos von vieren. Euch lasse ich auch fallen. Mich lasse ich... Oh, was haben wir denn jetzt? Es ist Zeit, sich einer Bürokratie zu stellen. Es scheint, dass du nicht der Einzige bist, der Leute abreißt. Du hast einen Brief von DVM erhalten, in dem über unregulierte Unterhaltszahlung für Kinder steht. Ja, du erinnerst dich nicht einmal daran, Kinder zu haben. Ja, das stimmt. Wenn du die Zahlungsrückstände nicht begleichst, bekommst du möglicherweise keinen Gewerbeschein. Sieht so aus, als müsstest du bezahlen. Du wirst 15 Rechtsstaatlichkeit verlieren. Wir haben 0. Weniger als 0 geht nicht. Dementsprechend mache ich mir da mal gar keine Sorgen. Ja, du gehst mal hier wieder hin. Du gehst hier hin. Und du gehst... Ja, ich wollte dich ja mal hier oben hin haben. Okay, fahren andersrum. Der dreht da oben nicht. Ja, dann haben wir gerade ein bisschen Bewegung auf der Karte. Wie häufig wechselt das denn? Er läuft auch keine Zeit ab oder so. Aber dafür haben wir doch bestimmt das Lexikon. Sammler. Ne, da steht nichts. Okay. Du wirst nicht weggehen, oder? Vielleicht hätte ich es tun können, wenn du nicht versucht hättest, mich zu töten. Ah ja, darüber. Sie sehen, die Rennen sind mir besonders wichtig. Ich kann dich nicht einfach herumlaufen lassen und behaupten, was mir gehört. Du hast sowieso zu viel gelernt. Also war es Zeit für dich zu gehen. Ich dachte, du wolltest mich einfach aus der Stadt. Das war nur so, dass sie ihre Wache loslassen würden. Stellt sich heraus, dass ich dich unterschätzt habe. Ja, unterschätzt hast du mich, aber auf jeden Fall ist es schlecht übersetzt. Es stellt sich heraus, dass sie haben. Sag deine Gebete, alter Mann, du wirst hier sterben. Nee, kein Kompromiss. Rechtmäßigkeit minus 50. Okay, wir haben gerade einen Mord begangen. Okay. Ja gut, eigentlich jetzt Auge um Auge. Er wollte uns ja eigentlich beiseite schaffen. Um die Ecke bringen. Aber
Wir sind ihm zuvor gekommen. Darf halt keiner von vorne kommen, denn hinten, das reicht an Abstand. Darf halt wirklich keiner von vorne kommen. Der ist auch okay. Wir sind schneller. Wir sind deutlich schneller. Das funktioniert. So, hier habe ich jetzt wieder drei Autos, die repariert werden wollen. Dementsprechend kann ich dich schon mal wieder rauslassen. Oh, wie viel Erfahrung hier gerade liegt, was wir nicht aufsammeln. Wir könnten aber mal mit anfangen. Zack. Zack, 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 hast du die drei. Wenn du es schaffst in der Zeit. Ich guck da mal hin, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie lange das dauert, bis das resettet. Okay, wir müssen den nächsten Fahrer auch nach hier oben schicken. Da sind wir nämlich... Ja, ein Platz dort, dann sind wir voll. Ich sehe heute... Wir haben... Okay, also irgendwie habe ich heute kein Zeitgefühl. Wir haben auf jeden Fall die Hälfte der Zeit erst rum. Ich dachte, wir wären schon fast Richtung Ende unterwegs. Aber umso besser, weil die 900.000 bekommen wir, denke ich mal, heute noch hin. Wir werden noch einmal Miete zahlen müssen. Oder alles, Gehalt, Miete, Steuern. Ne, Steuern zahlen wir, glaube ich, nicht. Ah, okay, gibt auch eine Errungenschaft. Das finde ich mal schade, dass man das nicht sieht, weil ich das Spiel halt aufnehme. Dann hol dir mal kurz bitte die Erfahrung hier unten. Ich will mal sehen, wie viel hast du gekriegt? 209, okay. Gar nicht mal so wenig. Ja, du, da ruft einer an. Sehr nett. Den Wagen klaue ich nicht. Da unten ist mir echt zu viel... Okay, wenn das das Villenviertel ist, macht das vielleicht Sinn. Aber da unten... Okay, das ist auch kein günstiges Auto. Ja, vielleicht sind da unten echt die Brummer, die richtig Geld bringen. Deswegen ist da auch mehr Polizei, aber wenn man ein Auto klaut, dass man dann auch ausgesorgt hat. Oder fahre ich dich, lasse ich dich runterfahren. Ja, der ist kein Problem. Der andere ist auch kein Problem. Da müssen wir auf jeden Fall gleich einen haben, der noch weiter, oder einen Fahrer, der da oben noch was abholt. Ja, da sind die versprochenen Ausgaben. Oh, wir haben drei Autos schon. Jetzt gleich fertig hier unten. Und schon wieder den Schrottplatz. Da müssen wir jetzt hier unten aber noch nachlegen, was das Klauen angeht. Dass wir die 6 noch voll kriegen. Ich wollte den nämlich hier rüber schicken und den anderen dann gleich nach oben. Das scheint wohl gerade nicht ganz so aufzugehen, der Plan. Okay, neuer Wagen. Habe ich hier unten eigentlich noch was stehen? Nee, die ist leer. Ne, da haben wir nichts. Okay, dann telefonieren wir, glaube ich, war das. Ah, der Onkel ruft an. Hallo, hey, ich habe die Nachrichten gehört. Du bist jetzt der Boss. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich lernen will. Man muss seine Geheimnisse bewahren, oder? Mach dir keine Sorgen. Ich lasse dir etwas Privatsphäre. Oh, wir haben 1 Million. Wir haben wieder eine Errungenschaft. Millionär, ihr seht. Das ist nicht wirklich beruhigend, aber ja, ich denke, ich bin der Boss. Wenn Lepotz tot ist, muss jemand sein Geschäft übernehmen. Und da ich der Erste war, der es bemerkte, naja. Und ihre Bemerkung hatte natürlich nichts damit zu tun, dass sie derjenige waren, der ihn getötet hat. Hatte? Deutlich. Wie können sie mich einer solchen Ungerechtigkeit beschuldigen? Aha, zeig ihnen, wie es geht. Jemand ist da, um dich jetzt aufzuhalten. Genau das habe ich vor. Wir reden später, Onkel. Ich muss mein neues Haus vom Blut dieses Arschlochs reinigen. Versuche die Stadt nicht zu zerstören, oder? You finished the Kampagne. Wir sind durch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir noch so viel Geld bekommen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Und ich habe beabsichtige, das Beste rauszumachen. Und meine größte Sorge, nicht zu langweilen.
Du hast gewonnen. Ja, nettes Bild. Ich will aber trotzdem auf Fortsetzen gehen. Ja, wir haben gewonnen. Ist die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Geben wir all unser Geld für Docks-Autos aus und gucken mal, was das bringt? Oder gucken wir, dass wir hier wirklich noch ein bisschen Geld in der Stadt verdienen? Na, der wird eh verhaftet. Geh du mal, fahr du mal hier weg, nicht, dass du die Polizei anlockst. Ne, da bin ich nicht rausgekommen. Schade. Du wirst es schaffen, denke ich mal. Wie sieht's hier oben aus? Wir haben ja sogar noch ein Auto, was wir verkaufen können, beziehungsweise reparieren müssen. Ja, hier sind jetzt 4 gleich. Dann würde ich. Wie viel hast du noch auf Lager? 2. Auch nicht die Welt. Ja. Achso, ne, du bist. Irgendeiner ist auf jeden Fall unser Level 3. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Du gehst dahin. Du musst ja noch reparieren. Zack, zack. Fallen lassen. Dann ver. Du mal hier so rum. 1, 2, 3. Fallen lassen. Du holst dann noch 3 Autos hier oben ab. Weil jetzt wird es nämlich schon eng da oben. Ja, wir könnten jetzt 1,08 Millionen in Docks ausgeben. Das wird aber ewig dauern, weil, ich weiß nicht, 30.000, 55.000 geben wir alle 8 Minuten aus. Wir verdienen ja währenddessen auch wieder Geld. Ich werde ja nichts, ich werde ja nicht die 7 Minuten gar nichts machen. Das ist ja auch dann zu langweilig. Oh, der könnte ein Problem werden. Oha, war das knapp. 1, 2, 3. Und du fährst hier rüber. Ja, wir könnten alle Autos verkaufen und gucken, was wir machen, was dann passiert. Aber auch dann stehe ich einfach nur ganz lange rum und mache nichts. Moment, wir müssen einmal ganz kurz so machen. Ja, ich hätte jetzt gesagt. Okay, muss ich vielleicht mal mitfahren. Da ist nämlich eine Polizei, die könnte stören. Ich will jetzt. Die fährt gerade weg. Okay. Jetzt leider etwas verkehrt gemacht. Aber gut, sie wurde nicht alarmiert, kann sie nichts hören. Der Streifenwagen. Ich hätte gesagt, ich gucke mir mal die Errungenschaften an, was es da noch so gibt. Und danach werde ich dann urteilen, was wir nochmal machen, ob wir noch auf ein, zwei Errungenschaften spielen, weil Spaß macht es. Allemal. Jetzt, wo es von der Uni ein bisschen stressiger wird, wäre natürlich auch gut, wenn ich ein, zwei Projekte weniger hätte. Das muss man sich dann auch mal selber eingestehen, dass nicht alles immer geht. Oder ja, eine Pause machen und nochmal spielen. Das ist ein Spiel, das spielt man halt einmal durch. Dann hat man's. Das ist jetzt kein Spiel, was man mal immer wieder neu anfängt. Ja, ich hätte gesagt, wir. Irgendwo fehlt mir ein Fahrer da. Ich hätte gesagt, ich guck. Wir gehen vielleicht nochmal auf die Errungenschaften. Also wir machen, denke ich mal, nächste Woche nochmal. Das dürfte ich auch zeitlich hinbekommen. Machen wir nochmal 2 Folgen. Oder zumindest, dass wir uns am Montag wiedersehen. Und dann hätte ich gesagt, ja, gucken wir mal, ob wir auf die ein oder andere Errungenschaft noch spielen. Okay, ja, dann holen wir noch ein Auto ab heute. So, den wollte ich noch eben schicken, damit der sich fortbildet. Ich habe nämlich gedacht, wir haben noch keinen Stufe 5 Räuber, dass wir da einen hinbekommen. Ach komm, 5 Minuten machen wir noch.
Dann als kleine Entschädigung für Montag. Oder vielleicht noch so lange, wie der fertig ist mit seiner Fortbildung. Und derzeit klauen wir noch. Ja, also wir gehen dann auf Errungenschaften. Oder wir verkaufen wirklich nochmal alle Autos, die wir haben. Dann höre ich auf mit dem Diebstahl und wir gucken einfach mal, auf wie viel Geld wir am Ende des Tages kommen. Ich würde ja auch nicht entlassen oder so, muss man ja dann auch nicht machen. Dafür geht es uns ja doch noch. Sehr, sehr gut. Oh, die Nachricht kenne ich aber gar nicht, dass wir ein Auto nicht klauen konnten. Ich glaube, die ist neu. Ah, okay, da sind wir gerade dran beim Reparieren. Hier steht schon der Fahrer. Ach nee, der Fahrer kommt ja gleich. Das heißt, auch da haben wir dann schon wieder vier von sechs fertigen Autos. Wenn die jetzt beide noch zwei finden würden, wäre das alles ein super Timing, weil dann könnten wir den Fahrer noch in der Folge fertig nach da oben schicken. Und wenn man vom Teufel spricht, finden wir ein Auto am Straßenrand, was einlädt, geklaut zu werden. Und vielleicht sogar noch ein zweites. Aber der braucht ziemlich lange da unten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht bei den beiden Diebstahlen bleibt. Was ist die Frage? Verschwindet die Polizei mit dem? Okay, nee, sie wurde alarmiert. Hatten wir Schnee? Ja, ich glaube, Schnee hatten wir schon mal. Aber es sieht auch ziemlich gut aus. So, die sind alle repariert. 1, 2, 3, 4, zack. Ja, der ist erst bei der Hälfte. Das dauert halt leider noch ein bisschen. Mal gucken, wenn die beiden noch eins gemeinsam finden, haben wir schon mal wieder ein Auto, auf was wir uns fokussieren können. Die kommen da nicht raus, sonst wäre ich nämlich runtergefahren. Ich gucke trotzdem nochmal ganz kurz. Also die Garage ist echt optimal, die beiden. Wenn jetzt hier einer kommt, fahren wir runter und sind weg. Weil die fahren genauso schnell wie wir, weil wir halt den Roller haben. Hier wird es aber oben auch jetzt schon wieder eng. Da haben wir schon wieder ein Auto. Ah ne, komm zurück. Zack. Ah ne, eins zu weit vorne. Na komm, fahr schon mal dahin. So. Oh, der kostet einiges. Du bist gleich fertig, deswegen hätte ich jetzt gesagt, wenn der geklaut ist, räumen wir schon mal auf übers Wochenende. Die beiden will ich noch reparieren und schon mal auf den Wagen packen und rüberfahren. Und Schrott können wir auch noch einmal nehmen. Komm, dann fahr du noch hier einmal vorbei. So, so. Ich habe ihn nicht losgeschickt. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen geträumt. Wir haben keinen Roller mehr. Ja, dann packen wir jetzt einfach noch in Ruhe zusammen hier. Roller, Roller, Roller kaufen. Eins, zwei, so. Du gehörst dann jetzt auch darunter. Genau, du musst darunter. Du fährst so eine kleine Kurve. Hier oben ist alles repariert. Der muss noch, die 4% sollte nicht lange dauern. Dann fahren wir danach noch zum Schrottplatz eben und schicken den Fahrer rüber. So, du hast ihm ein beschissenes Auto verkauft und er ist gekommen, um abzuholen, was seins ist. Also das Geld. Er versucht in die Garage zu gelangen, aber es wird ein paar Minuten dauern, bis er die Tür öffnet. Du kannst die Polizei anrufen und sich um ihn kümmern lassen. Oder du kannst den Dieb anrufen und eine Chance auf was Besseres bekommen. Aber kriegen wir doch hier auch. Da kriegen wir noch Rechtsstaatlichkeit. Wir rufen den Dieb an. Okay, es ist nichts passiert. Aber anscheinend gab es doch ein, zwei Patches. War ja doch ein paar neue, also ein paar Dialoge oder sowas hatten wir bis jetzt ja noch nicht.
Also ein paar Sachen sind neu. Nur schade, dass wir dann jetzt schon die Story durch haben. So, du fährst darüber. Die Millionen haben wir auch geknackt. Wir haben, glaube ich, auch... Wie viel Geld haben wir gekriegt? 150.000 ungefähr. Das war auch gar nicht mal so wenig. Er ist fertig und hat 886. Also müssten wir noch einmal machen. Und ein verkauftes Auto in der Zeit wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann wäre der nämlich da drin und wäre sicher vor Überfällen und so. Henry Center 2D. Wonach ich gerade gucke, ob die Autos nach links oder nach rechts gestellt sind. Und der guckt ja so nach links. Deswegen, da kann man immer ganz schnell gucken, ob man eins der nötigen Autos hat. Ja, ich würde sagen, ich mache schon mal die Abmod. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns zumindest noch... Ja, ich denke mal, wir sehen uns noch zweimal nächste Woche, Montag, Freitag. Schreibt gerne, ob oder wie wir hier noch weitermachen können. Ich guck mal, ob wir noch auf halt Errungenschaften spielen oder ob wir einfach alle Autos einmal verkaufen. Und ansonsten sind wir durch mit Car Trader Simulator. Hat echt Bock gemacht, das Spiel. Auch wenn mir die Story nicht so ganz gut gefallen hat, wenn ich ehrlich bin. Das war mir ein bisschen zu aggressiv teilweise. Aber... Ja, Spaß hat es auf alle Mal gemacht. Vor allem mit dem Diebstahl, Autos verkaufen. Ja, die Docks haben sich leider nie gelohnt. Mit dem Geld eigentlich... Ja, am Anfang eigentlich hätte das eine schöne Methode sein können, dass wenn man einmal Geld erarbeitet hat, dass man dann was hat, was sich rentiert. Ja, wenn wir nach hier oben gucken, wissen wir, auf welcher Seite des Gesetzes wir stehen. Naja, aber wir sehen uns ja nochmal wieder. Ich würde sagen, dann machen wir irgendwann nochmal ein gründliches Fazit nächste Woche. Oder falls wir doch noch länger spielen, dann... Ich sage jetzt... Danke fürs Zusehen. Bis Montag. Ciao.